Mo, Mo, Mo. Ja, wer jetzt fragt, was mit sich hier passiert, warum redet ihr so komisch, guckt euch an. Das ganze Dorf ist besessen. Damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, Davy Lorg, euer Girl, Cecilia und ja. Die sind komplett durchgeknallt. Tanzen alle den DJ Ötzi-Tanz von früher. McDonald's, McDonald's. Chicken McNuggets in Pizza Hut, McDonald's. Das war genau der Tanz von DJ Ötzi damals. Ich weiß nicht, ob es ein neuer TikTok-Trend ist, aber die sind doch alle durchgeknallt. Wir suchen aktuell Nemila. Die ist zum Kulturzentrum aufgebrochen. Falls ihr euch erinnert, das war dort, wo wir gespendet hatten. 1 Million Poké-Dollar und dann dieses Outfit bekommen hatten. Und da gab es ja das Minispiel, was ich absolut hasse. Und halt diese coolen Maskenstände. Ja, ist schon ganz nice. Jo ist schon vorgerannt. Ganz alleine. Nicht, dass er auch noch besessen wird. Von diesem Trend. Momomo. 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 Deren Dictionary hoffentlich, dass ihr es übersetzen könnt. Das ist halt die neue Sprache, der neue Trend. Da muss man durch. Immer schön den Toren folgen. Ist ja gleich da. Kitakami war jetzt nicht so groß. Wie zum Beispiel die Terra-Kuppel. Vom zweiten DLC. Ja, war halt schön, ne? Und schön traditionell, ländlich, japanisch. Und da habe ich sogar damals ein Item übersehen. Wie konnte ich nur, Mann? Naja, haben wir jetzt nachgeholt. Da ist auch noch ein Raid. Könnte ich auch machen. Guck mal, was das für ein Raid ist. Wäre ich natürlich nicht mal, ne? Es ist Voluminas. Witzig, weil mein Voluminas habe ich ja verschenkt. An Direktor Ciano. Dem Secret Boss des zweiten DLCs. War ein cooler, spannender Kampf, falls ihr nicht gesehen habt. Unbedingt nochmal reinschalten. Das war wirklich sehr spannend. Hm? Ich gucke auf die Augen, die scheinen noch normal zu sein. Oh, hallo, yo, Jesse. Hopi, Homi. Was macht ihr denn hier? Ist mit Hannah alles in Ordnung? Oh, habt ihr zufällig ein Mädchen gesehen? Was ist los? Wieso bist du so aufgeregt? Macht sie die, tanzt sie dich irgendwie an, die erste Liebe? Ja, ja, ich weiß, in meiner Zeit. Hannah scheint von vielen Tanzen erschöpft zu sein und schläft tief und fest in ihrem Zimmer. Hauptsache, es kommt kein Darkrai. Hast du ein Darkrai, Jesse? Reden wir nicht drüber? Ach so, puh. Während sie schläft, haben wir die gebratene Nudel gekauft, die sie so mag. Wir dachten, wenn sie die isst, wird sie wieder sie selbst. Verstehe. Ja, dadurch wird es ihr bestimmt besser gehen. Also, warum hast du uns gefragt, ob wir Mädchen gesehen haben? Und die Oma sagt gar nichts, guckt nur blöd. Ach ja, die Leute im Dorf benehmen sich irgendwie komisch. Und eins der Mädchen aus Paldea ist verschwunden. Ein energiegeladenes Mädchen. Das ist eine bessere Beschreibung als Mädchen Schuluniform. Oh, jetzt wo du sagst, wir haben tatsächlich vorhin ein lebhaftes Mädchen getroffen, das wir noch nicht kannten. Du hast mit den Mädchen gesprochen, oder, Liebes? Was hat es gesagt? Liebes? Oh nein. What? What? Top 10 Anime Traits. Die Mutter. Nee, die Großmutter. Von Jo und Hannah hat allen diese Scheiße gegeben. Sie war die ganze Zeit die Böse. Sie war die ganze Zeit der Endboss von Pokémon Purpur. Übrigens Purpur, ne? Die Farbe. Passt irgendwie.
Gerade nicht, aber danke. Das erklärt, warum die nichts gesagt hat, ne? Na los, Schatz, ist ein Mochi. Umi! Das ist plötzlich in dich gefahren. Na gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Nein, mach's nicht. Siehst du, dass sie nicht ganz dicht ist? Nein! Oh nein, er hat's geschluckt. Siehst du, Liebes, ich hab ihn gegessen. Bist du jetzt zufrieden? Hopi, was hast du? Ja, was der wohl hat? Die Krätze hat er. Und er fängt auch an mit Dieter Ötzi. Nein, das denke ich mir auch. Jo, das erste Mal, dass wir uns einig sind. Oh Gott. Das ist so abgespaced. Typisch japanischer Humor. Viele finden das wahrscheinlich jetzt super cringe und seltsam, aber das ist typisch japanischer Humor. Nicht auch noch hier. Oh shit, was ist das für ein Ausflug? Das ist wirklich ein Trip. Auf einer ganz anderen Art ein Trip, ne? Zwinker. Oh nein, Hideko und Yukito fordern dich heraus. Gegen die Großeltern von Jo und Hanna. Wissen gar nicht, was sie haben. Boah, Skelabra? Wow, so ein starkes Pokémon? Oh fuck. Der outspeedet mich doch safe. Ich habe übrigens mal geswitcht. Ich möchte wieder unseren Freund hier nutzen, Eisenfels. Der ist ja richtig geil. Ja. Chicken McNuggets and the Pizza hat, ich weiß. Mo, 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 mo. Mo, mo, ja, ja. Okay. Fuchtklinge. Skelabra, wenn der nicht stirbt, haben wir ein Problem. Oh, wir outspeeden ihn sogar. Dann war es das. Nee, tatsächlich nicht. Scheiße, Quappe, mach du den Rest, bitte. Oh, oh. Oh Gott, warum hat das nicht gereicht? Und er greift lieber Arbok an, der Idiot. Obwohl Wasser sehr effektiv ist. So ein Spinner, ey. Jo, ist so ein Versager. Wie konnte es nur dazu kommen? Da hilft wohl nur eins. Spukball natürlich auf mich. Goodbye. Wer weiß, was Arbok jetzt macht. Es hat sogar Omi und Opi getroffen. Was ist mit euch passiert? Sag doch was. Mülltreffer trifft nie. Genau. Das trifft wirklich nie. Psychoblade. Auf Skelabra. Muss reichen. Und es reicht. Arbok sehe ich jetzt nicht die Bedrohung. Vor allen Dingen, wenn der Mülltreffer spammt. Die Attacke ist nämlich absoluter Müll. Good job. Beide haben nur ein Pokémon, nehme ich an. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel die haben. Oh, Mammutl, die hat echt krasse Viecher. Oh nee. Wisst ihr noch, das Mammutl, das mich hier zerstört hat? Kitakami DLC. Das sind tatsächlich die letzten. Ich glaube wirklich das letzte Psycho-Klinge auf Smogmog. Smogmog! Oh, ist der Tanky, scheiße. Komm, greif auch Smogmog an. Mo, mo, mo. Natürlich macht das nicht, der Idiot. Oh Mann, jo. Goodbye, Eisenfels. War nett, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, ja. Erdbeben zieht jetzt schön alles weg. Arrivederci. Komm, Smogmog, mach Explosion, du willst doch auch. Nee, natürlich nicht. Was, Quappa ist schon ganz gut tanky, ne? Macht seinen Job. Sagen wir es mal so. Macht seinen Job. Eisenhaupt. Los geht's. Hoffentlich sind wir schneller. Ich würde es nämlich ganz gerne mit dem Taschionenschnitt ausprobieren. Ja. Perfekt. Es gibt keine Erdbeben-Schwebe-Kombo mehr. Was
ein Dreamteam. Wir hatten nur Giftburg, war vor allem Team Rocketburg, war Arbok und Smogmog. Der ist irgendwie schwächer als die Oma. Und Nahkampf hat jetzt nicht so viel gebracht. Das ist mir schon klar. Hitzewelle, warum hat der Hitzewelle? Oh no. Hat aber zum Glück nicht getroffen. Sehr gut. Confusion. Goodbye. Da war das Eisenhaupt. Wohl ein bisschen zu stark. Erhobenen Haupt, das hat es triumphiert. Ich bin Momomochi. Und du so? Momomo. Ja, ich habe meine Sprache verlernt. Momomo. Mach ich natürlich. Mann, wie kuriert man das denn? Wisst ihr, was jetzt broken wäre? So ein Abführmittel. So was jetzt auskotzen, dann geht's dem bestimmt wieder besser. Wirklich, genau das brauchen die. Oh nein, 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 nein. Jetzt sind alle Omi und Opi durchgedreht. Stimmt, bin ich als nächstes dran. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch ich durchdrehe. Das lass nicht zu. Dreht er nicht die ganze Zeit schon durch? Tut mir leid. Ich hab nur geschwächelt kurz, ne? Danke, Jesse. Einfach nicht dieses Scheiß da essen. Diesen Müll da. Mochi, ich weiß nicht mehr, was es ist. Ist das ein Pilz? Ich glaube, das ist ein Pilz oder so. Nee, es muss was anderes sein. Ich hab keine Ahnung. Ich war noch nie in Japan. Traditionell japanische Küche, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das eine Süßspeise ist, ein Pilz oder irgendwas anderes, Gebäckartiges, ich weiß nicht. Lass mal überlegen. Bevor Opi durchgedreht ist, hat er diesen seltsamen Mo. Nee, Mila? Nee, Pepper. Jesse, alles in Ordnung bei euch? Und wie geht's euch? Das ist die spannendere Frage. Uns geht's gut. Cosima war vor lauter Angst ganz durcheinander. Weil ihr euch nicht gemeldet habt, wollen wir mal nach draußen nachsehen. Aber irgendwas Seltsames geht hier vor. Wir wurden von Leuten angegriffen, die ständig nur Mo, Mo, Mo gerufen haben. Und ihr wart nirgends zu sehen. Wir haben uns echt Sorgen gemacht. Momentan stehen wir vor den Gemischtwarenhändler. Und, da ist irgendwas. Pepper! Ach, das sagt wahrscheinlich Cosima. Pepper, da ist was! Cosima! Oha! Cosima! Was ist los? Hey! Hey, Pepper! Die standen vom Gemischtwarenhändler. Da, wo Nemila das auch weg hat. Nicht, dass sie jetzt gesnackt haben, ey. Den beiden ist was passiert. Ja, und den beiden müssen wir zu helfen, ohne Abführmittel. Opi, Omi, ihr wartet hier. Rührt euch nicht vom Fleck. Ich mache mir zwar auch Sorgen um Nemila, aber jetzt erstmal auf zu Momos Gemischtwaren. Ja, Hauptsache du isst nichts davon, ne? Und ich hab's auch nicht vor. Kleiner Spoiler an der Stelle. Ja, was ist denn jetzt mit Nemila? Nein, kein Interesse. Ich will jetzt mal kurz wissen, ob die hier oben zu finden ist. Weil die ist ja hier hochgelaufen. Es wäre ja eigentlich jetzt spannend zu erfahren, ob die hier steht. So ein Secret Boss oder so. Nee, ist nicht der Fall. Na gut. Dann würde ich schon die Schnellreise bevorzugen. Geht wahrscheinlich wieder nicht. Nee. Müssen wir hier in Bushaltestelle. Wo sind eigentlich Ness und die andere da? Catherine oder wie ich die genannt habe. Katharina und Ness. Ich glaube, die sind schon abgereist, ne, nach dem Ausflug. Sind wir da zurück in Paldea. Die sind ja damals mit uns mitgereist.
komische Junge mit seiner Nessmütze. Falls ihr euch erinnert. Hallo. Oh Gott, die sind alle so komisch. Hilfe! Ich will nicht auch noch verflucht werden. Lasst mal eure Augen sehen, okay? Pepper, schau mir in die Augen. Denen scheint es aber noch gut zu gehen. Hey, ihr beiden. Jesse, yo. Geht's euch gut? Ach das, sorry, dass wir plötzlich aufgelegt haben. Klar, denkt ihr, dass was passiert ist? Cosima hat sie erschreckt und ist mit dem Kopf voll in mein Handy gerannt. Ich kann ja wohl nichts dafür, wenn sich die Leute hier so gruselig benehmen. Da war ja noch dieses seltsame Ding. Ding? Ein seltsames Ding? Da war irgendwas, was seltsam rundliches. Und wo ist es jetzt? Bist du sicher, dass du dir vor lauter Angst das nicht nur eingebildet hast? Nein. Das war wirklich da. Ja, ja. Hört mal. Ich glaube, ich weiß, warum alle im Dorf durchgedreht sind. Jetzt kommt's. Wegen dem Mochi. No shit, Sherlock. No shit. Boah, da oben. Über dem Dach ist irgendwas. Etwa die komische Puppe? Falls ihr euch erinnert. Und die Puppe irgendwie aktiviert. Da oben. Das Ding, was ich gesehen habe, ist das eine Drohne? Nee. Ein Pokémon vielleicht? Das ist die wahre Gestalt. Und alle fressen jetzt so Mochi. Ne, Jesse war schlau genug, um da auszuweichen. Und Jo sogar auch. Die Dinger kommen von den Pokémon. Das schmeckt wie Mochi. Bisschen süß, lecker. Nein, nicht essen. Boah, was passiert hier? Ja. Hey, alles okay bei euch? Und? Was kommt jetzt? Ja. McDonald's, McDonald's, Daddy Jersey. Natürlich. Warum machen die diese Chicken-Bewegung? Wieso nun, ey? Ich check's echt nicht. Why? Just why? Da ist das Pokémon. Das heißt im Englisch wohl Pizza Run. Bin auf den deutschen Namen gespannt. Peppa? Mo, Mo, Mo. Kann es sein, dass Peppa ein bisschen rot geworden ist? Ach, das ist jetzt nicht wichtig. Tut mir leid, ich hätte sie mal früher warnen müssen. Die seltsame Mochi, sie stammt von diesem Ding. Informo. Und das ist jetzt, glaube ich, zusammenhängend mit den drei Gefährten. Ich glaube, das Ding ist dafür verantwortlich, dass die drei Gefährten auch so weird und böse geworden sind. Ich glaube, das ist die Story dahinter. Na. Oh. Es benutzt die beiden als Schild. Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie erstmal beruhigen. Natürlich mit einem Pokémon-Fight. Oh shit. Wir mit Jo gegen Peppa und Cosima? Was passiert, wenn ich jetzt versuche, das Viech anzusprechen? Geht nicht. Schade. Sie sagt Momovoli. Okay. Neue Evoli-Entwicklung confirmed. Momovoli. Okay, die hat ja nur Evoli-Entwicklung und Peppa hat wahrscheinlich den Mastifioso. Und komischerweise auch Schlaraffe. Gutes Tanky und so, aber ist halt auch Typ normal, ne? War irgendwie eine Kampfattacke. Naja, wir haben das Quappo, ne? Oh Gott. Sei nicht so edgy, Cosima. Steht hier gar nicht. Der Woody steht hier wirklich nicht. Doch, wir haben eine Kampfattacke. Sanktuklinge. Ich würde sagen, ich booste mich aber. Sword Dance. Das muss sein. Nachtara ist auch sehr defensiv. Und Quappo zerstört Schlaraffe.
Also vor Nachtara habe ich jetzt nicht so Angst, bin ich ehrlich. Das ist nicht für starke Angriffe oder so bekannt. Das ist eher für Stäume, kann Toxinen und kann die hohen Verteidigungswerte. Oh, die Frau da hinten macht auch die ganze Zeit den DJ-Erzie. Okay. Wenn du mit Quapo angreifst, ja, komm, Mastifioso, den zerstören wir jetzt auch hoffentlich. Ah, Bedrohung ist natürlich ärgerlich. Naja. Gucken wir mal, was sich machen lässt. Nein, nicht coole Augen. Hätte ich mal noch einen Sword Dance gemacht. Der ist wieder neutralisiert, der Angriff. So ein Schmutz. Ah. Gehen wir erstmal nur auf Pepper. Wenn der keine Pokémon mehr hat, ist schon mal gut. Oh, fuck. Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Olanga. Das ist natürlich eine Ansage, ne? Ein starkes Pokémon. Die haben jeweils 3. Gut, dann sind wir ja gut dabei, ne? Reflektor. Ist okay. Hättest du mal mir ins Ohr geflüstert, dass du Reflektor machst, ne? Ich hätte eiskalt Sword Dance gemacht. Weil der beschützt mich natürlich jetzt, der Reflektor. Ich glaube, jetzt der Schwertanz ist nicht mehr nötig. Austoss. Nicht ein komisches Chili-Pflanzen-Feuerviech. Nerd. Wassereis. Probieren wir es mit Wuchtklinge. Oh, Lichtschild und Reflektor. Let's go. Cooler Support. Von Jo. Und Austoss ist raus. Das heißt, Jo supportet mich jetzt basically. Und Cosima ist komplett alleine. Das muss sich richtig mies anfühlen. Aber wenn ich nach Tara sehe, ich weiß ja, wie hoch die Verteidigungswerte sind, denke ich mir halt so, na, muss jetzt nicht. Muss ich jetzt nicht angreifen. Lass mal lieber. So, jetzt aber. Sword Dance. Angriff plus 2. Weil nach Tara kriegst du halt nicht einfach so weg, ne? Seht ihr. Sehr effektiv, hat nicht mal die Hälfte abgezockt. Oh Gott, nein. Tu es nicht, Cosima. Du bist absolut besessen. Merkst du es denn gar nicht? So. Sancto Klinge. Und die Klinge hat zugeschlagen. So, ja. Was könnt ihr noch haben? Felinare bei der Signature. Ja. Da kommt's auch. Wie cute. Felinara ist immer cute. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Ein Sword Dance? Ich denke nicht. Oh, doch. Eisenfels? Du enttäuscht wieder überhaupt nicht. Du bist einfach ein Held. Gut, was könnt ihr denn jetzt noch haben? Psyana vielleicht? Nee, Fulipu aber. Meiner Meinung nach die hässlichste und blödste Evoli-Entwicklung mag ich überhaupt nicht, das Viech. Nochmal die Wuchtklinge. Oh nein, du Idiot. Greift doch jetzt an, das ist doch nur Fulipu, aber er braucht ja jetzt den Reflektor. Gut. Ich bin zum Glück stark genug mit dem Schwerttanz. Sehr schön. Momo. Lass mich raten, Momo? Ja. Momo. Momo. Was reimt sie auf Mo? Jo. Jo ist der Drahtzieher in Teilen. Natürlich nicht. Pepper, Cosima, es tut mir leid. Ja, wie breakt man denn jetzt den Curse? Als nächstes bist du dran. Mo. No, 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 no. Hier geblieben. Was ist das für ein kleines Viech? Warum hat es diese Superkräfte? Warum kann das alle verfluchen? Tricky Dicky. Speichern wir hier. Man weiß ja nie, was so passiert.
Bei meinen Kollegen auf YouTube ist das Spiel übrigens schon öfter mal abgestürzt, komplett. Bei mir noch nie. Also, ich weiß nicht, was euer Problem ist. Bei mir stürzt Pokémon Purpur nie ab. Ach, guck, der Gefährtenplatz. Was habe ich eben gesagt? Dieses Viech ist fürs Verrücktwerden der drei Gefährten verantwortlich. Das war meine Theorie und das wird jetzt eigentlich auch belegt, wenn es da schon so demonstrativ hinläuft. Witzig ist ja auch, dass wir die Statuen wieder aufgebaut haben. Das wäre natürlich jetzt cool, hätte ich die Gefährten im Team oder so. Aber die sind ja schon Level 100. Es müsste irgendwo hier sein. Oh Gott, die verfolgen uns ja. Stalker, wie seelenlose Zombies. Das ist... Oh shit, stimmt, die gibt's ja auch noch. Nee, Mila. Ein Glück, dir geht es gut. Ich glaube, der geht's auch nicht gut. Oh nein. McDonald's, McDonald's. War ihr klar? Die Jetsy ist überall wieder im Hype. Krumpf. Wow, selbst in diesem Zustand bleibt sie sich wohl selbst treu. Echt, hat die Kampf gesagt? Infame. Wenn es Nebel auf mich jetzt, habe ich keine Chance. Ja los, eins gegen eins. Gegen die Besessene. Oh no, wir haben jetzt auch Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ich glaube, die feuern nicht gerade uns an. Mist, Gefühl, das ganze Dorf kommt gerade an. Halt mir den Rücken frei. Wie in einem epischen Anime. Okay, klingt gut. Ich werde die Leute aus dem Dorf aufhalten. Ja, die schaffst du, die sind auf deinem Level. Ha, der Front. Du übernimmst derweil Nimila und das Ding da oben. Wer weiß, vielleicht werden sie alle wieder normal, wenn du es besiegst. Das war auch meine Theorie. Oder halt Abführmittel, ne? Dass die das wieder auskotzen, den Scheiß. Sucht's euch aus. Könnt ihr jetzt hier wieder einen Cut machen, oder? Meine ich. Heute ist der finale Höhepunkt-Part. Let's go. Pokémon-Kampf. Oh shit. Ist Nebula jetzt der Final Boss, basically? Ist sie der Final Boss von Pokémon Purpur? In ihrem komischen Zustand? Toll. Stein gegen Stein. Wie langweilig ist das denn? Momomo Kampf, Momomo Ziel. Level 86. Ja, komm. Ich hab Angst, dass wir zerstört werden, wenn wir nicht das machen. Oh, geil, hat sogar gereicht. Ohne Schwertanz. Momomo, nicht übel. Okay. Hier natürlich auch die komische Ente. Tanzende Ente. Grandios. Bleib mal drinnen. Ich mache jetzt die Nicht-Wechsel-Challenge. Gucken, ob es mir gelingt. Muss ja auch ein bisschen spannend werden, ne? Nemila, du hast eins nicht bedacht. Ich habe auch einen Psycho-Move. Gut, vorher sollte ich das wissen, ne? Reicht das? Zum Glück reicht es nicht. Momomo. Wow. Hast du einmal ein kleines Erfolgserlebnis, schon fühlst du dich so, als hättest du die Welt gerettet oder was? Vor allem, wie das Viech hinter ihr ist. Der kontrolliert doch alles. Das Pokémon. Biskogon, Drache. Nur Drache. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ohne Schwertanz, gut. Nehmen wir den stärksten Move, den wir haben, das ist die Wuchtklinge. Bam! Über die Hälfte weg, ist okay. Lehmbrühe wird natürlich jetzt den Strick. Nö. Ich wollte schon sagen, den Strick hier setzen, aber das ist nicht der Fall. Und wir treffen erneut, wo die Genauigkeit gesenkt worden ist. Sehr schön! Irgendwie bist du den neuen Paradox-Pokémon nicht gewappnet. Sorry, Nimila. Bumblebee. Käferfee.
Wuchtlinge. Der zerstört jetzt alles. Was zum Geier, Eisenfels, du bist ein Monster. Ein Monster, ein Momo-Mo-Mo-Mo-Monster. Pamo-Mamo, oh mein Gott, der Name. Momo-Mo, Pamo-Mo-Mo-Mo. Wie gesagt, nicht Wechsel-Challenge. Wahrscheinlich werden wir so outspeedet, but we will see. Nee. Goodbye. Eisenfels macht alles alleine. Ah, Volltreffer. Volltreffer. Er macht weiter ein Video-Erzitat und es ist gut. Kennt wahrscheinlich eh keiner mehr von euch. Und jetzt nur noch ihr Signature. Bei Londa. Mit Terra Crystallize oder ohne? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Ich denke, sie macht Terra Crystallize. Deswegen mache ich die Wuchtklinge. Ja. Hier. Big Brain. 200 IQ. Und sie hat immer Terra Crystallize Wasser gemacht. Oh nein, sie hat jetzt Kampf. Sie hat jetzt Kampf. Oh nee, ist das kacki. Ja, so viel zum Thema Big Brain. Aber die hat doch sonst immer Wasser, oder nicht? Oh, ist das kacki. Naja. Bisschen geschwächt, immerhin. Hust. Momo, mach dich bereit, Momo. Ja. Goodbye. War nett, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, Eisenfels. Oh, das Blöde wird auch immer schneller, ne? Ja, wird wohl nicht mein komplettes Team wegsweepen. Zumal es ja jetzt auch nicht mehr Step ist. Weil es jetzt ein reines Kampf-Pokémon. Wer tankt... Ah, ich habe eine wundervolle Idee. Eisenbündel nehmen wir jetzt rein. Weil der hat den Gefriertrockner und tankt mit der Typkombination. Ja, aber dann kommt jetzt wahrscheinlich ein Kampf, ne? Damn. Naja. Gefriertrockner muss funktionieren. So toll war das jetzt auch nicht. Was sich jetzt, glaube ich, wieder ausgleicht, ne? Wegen Kampf. Kacki. Na gut. Damn. Nee, sie bleibt verwogen, Tanz. Warte, jetzt kommt Nahkampf. Nahkampf hätte mich gekillt. Und jetzt werden wir outspeed und jetzt kommt Nahkampf. Das wäre so dumm. Das wäre so dumm, bitte nicht. Mach's nicht. Mach's nicht. Reicht das? Nee, reicht nicht. Friss das. Geht doch. Normal effektiv. Geht schon fit. Die Friertrocknung ging nicht, weil es jetzt ein reines Kampf-Pokémon. Mann. Denkfehler. Also nicht schlimm. Eisenfels hat halt komplett gecarried. 20.000 Poké-Dollar. Leider brauche ich das Geld nicht mehr. Ja. Momo, Mo. Oh shit. Leute? Warum bin ich denn hier heilt? Ich weiß eh Meister bei, oder? Ich glaube, das ist ein Geist-Pokémon. Probieren wir es mit einem Gladiator. Möchtest du gegen das rätselhafte Pokémon kämpfen? Yes, Sir! Infamo! Eigenes Battlefield? Infamo! Ist ein eigenes Battlefield? Ich glaube schon, ne? Oh nee! Ich hatte schon fast die Befürchtung, dass es so kommen wird. Goddammit, ich dachte, ich kann jetzt einfach Meisterball schmeißen. Ja, toll. Na gut. Vier Pokémon haben wir ja noch, ne? Muss reichen, muss reichen. Ich erinnere meinen Typ auf Feuer, weil der, glaube ich, auch Geist ist. Und macht trotzdem einen Dunkelklauer. Ja. Ich glaube, der ist Typ Geist, Gift, wie Gengar.
sieht ja auch so aus. Gift passt ja. Irgendwie so ein Nervengift oder so, was die alle so durchdrehen. Und Geist, klar. Passt auch irgendwie. Und die ganzen Gefährten-Pokémon waren ja auch Gift. Toxin, ja, guck. Ich find's cool, dass Jo da hinten kämpft. Man hat es kurzzeitig gesehen. Nice. Warum bin ich ver... What? Das ist ja komplett overpowered. Wenn man vergiftet ist, ist man auch verwirrt. Zum Glück klappt die Dunkelklaue. Das hat reingezwiebelt. Die hat ja gezeigt Wirkung. Das heißt, sie können es besiegen. Streng dich an. Kacke, ey, mit der Verwirrung. Das ist jetzt komplett ein G-Festival. Gefällt mir überhaupt nicht. Oh, und der boostet sich noch. Oh, no. Ich habe halt nur 4 Pokémon. Eisenbündel zählt nicht. Gladiator ist nicht mehr verwirrt. Oh mein Gott. Der Swing. Wenn jetzt so eine fette Geisterattacke gemacht war, ist das. Ich weiß halt nicht, was sein Moveset ist. Was kann denn? So langsam kann ich nicht mehr. Beeil dich, Jesse. Und hier sieht man wieder, wie langsam eigentlich Gladiator ist. Also Glados. Na gut, kannst dich gerne boosten, was du möchtest. Gleich ist der Ofen aus, ne? Das war's. Was ein lamer Kampf! Mann, der hat sich nur geboostert. Inframomo. Viel besser den Namen als Patcher Rand. Ganz ehrlich. Wie langsam, das ist die Chance. Los, wirf den Ball, um es zu fangen. Ja, geil. Was passt denn zu dem Pokémon? Der Finsterball, ne? Weil es so düster ist. Ah, schon der Finsterball. Geil. Und es ist sogar dunkel. Cool. Leute, ich hab's. Und wir werden es tatsächlich einsetzen. Und wisst ihr wo? In den Blaubeerakademie-Kämpfen, die jetzt wahrscheinlich freigeschaltet werden gegen Peppa, Nemila und Cosima. Inframomo, das Knechtungs-Pokémon. In der wie ein Pfirsich geformten Schale speichert es Gift und stellt aus giftige Mochi her, die es Menschen und Pokémon anbietet. Cool. Ist gut geschlussfolgert. Giftgeist. Momomo? Ne. Lassen das so. Ja, eigentlich schon in mein Team, bin ich ehrlich. Also Glados, geil gemacht, ne, aber du fliegst. Brauch nicht 2 Geister. Und damit ist es vollbracht. Das letzte Pokémon in Pokémon Purpur und wahrscheinlich im internationalen Pokédex auch die letzte Nummer aktuell, bis ein neues Pokémon-Spiel kommt. Wir haben's. Wir haben Inframomo. Cooler Name. Hast du es geschafft? Was ist mit den anderen? Der Fluch ist gebrochen. Das Gift, der Drogentrip ist vorüber. Hm, was macht ihr denn hier alle? Warum bin ich auf den Gefährtenplatz? Gott, wie Jesse grinst mit dieser komischen Brille. Sie sind alle wieder normal. Jesse, yo. Ich erinnere mich an nichts, seit wir bei den Laden waren. Ist das normalerweise so ein Drogentrip? Sei wirklich wie ein Drogentrip. Ich habe selber noch nie sowas gemacht, aber ich habe mal ein paar Videos dazu angeguckt, wie es ist, wenn man so einen Scheiß nimmt. Weil es mich irgendwie interessiert hat. Und ja, Parallelen sind da. Also erst habt ihr, dann ist... Es hat ein bisschen was für Ecstasy und LSD gemischt, glaube ich. Dass sie so aufgedreht sind, ne? Ecstasy, so Tanzdroge ist es ja auch. Und LSD-Trip ist ja auch so, dass du komplett in deiner eigenen Welt bist. Echt jetzt? All das Momomo wurde von einem Pokémon verursacht. Siehst du, es war kein Fluch. Alles wissenschaftlich belegt. Das rundliche Ding hat hinter einem gesteckt, genau wie ich vermutet hatte. Hast du das?
Egal, Jesse hat die Sache geregelt und das Pokémon gefangen. Wie immer. Stimmt. Einmal nochmal die Leitjagamilache. Moment, was mit Nemila? Dum, dum, dum. Die ist wahrscheinlich stinkig, dass sie den Kampf verloren hat. Das war witzig. Ich glaube, die trollt uns nur. Holt ihr Kopf wieder die Mucke. Sie ist immer noch verflucht. Nein. Leute, was ist denn los? Habt ihr die Fernbedienung gefunden? Das ist das Einzige, an was du dich erinnerst? Hast du die ganze Zeit etwa nur geschlafwandelt? Guten Morgen. Ach ja, ich habe im Traum gegen Jesse gekämpft. War das wirklich ein Traum? Das hat unglaublich Spaß gemacht. Wow, Nemila ist echt einzigartig, ja, das Nemila, wie sie lebt und lebt. Hanna, mit dir hatten wir jetzt gleich das Vergnügen zu kämpfen, ne? Jo, und Jesse? Hanna, Opi, Omi. Was ist das denn hier für eine Versammlung? Los, raus mit der Sprache. Moment. Seltsam. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich dich ewig nicht gesehen. Süß. Jetzt noch ein Abschiedsbild. Ach Mann. Nicht, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, alle zu verfluchen. Wir haben halt das Pokémon gefangen, ne? Ein paar Tage später. Jetzt bin ich gespannt. Infamomo. Level 88. Oh oh. Warum ausgehen 88? Spuk bei Giftkettung. Was zum Geist das? Genesung. Nett. Fall zerpasst. Ist okay. Abgangsbund passt halt auch ganz gut, ne, zum Pokémon. Mente Mori, alles zu Suizidattacken gefühlt. Das macht mir Angst. Toxin ist, denke ich, schon das Beste. Ist eigentlich ganz gut so. Die Attacken. Ich würde halt gerne wissen, was Giftkettung ist, aber ist okay. Eigentlich echt gut, das Moveset. Gift vom Spiel. Wenn Infamomo ein Ziel mit einer Attacke vergiftet, so wird dieses auch verwirrt. Das ist so overpowered. Was ist das für eine kranke Fähigkeit? Vergiften kannst du halt auch mit Mülltreffer oder mit sonst was. Heftig. Initiative hoch, Angriff runter. Nett. Nett. Direkt das perfekte Wesen, würde ich sagen. Die Stats sind jetzt nicht so krass, ne? Guck mal. Gut, es ist nur Level 88, aber... Werden wir dann sehen, ne? Gut, kehre nach Paldea zurück. Warum denn jetzt schon? Wer hätte gedacht, dass Urgapon so unheimlich niedliches Gesicht hat? Vielleicht sollten wir im Dorf Souvenirs für ihn herstellen. Ich rede mal mit dem Verwalter. Was jetzt auf Urgapon? Warum reden jetzt alle wieder von Urgapon? Nachdem, was da gerade passiert ist. Ich bin startklar. Haben wir auch nichts vergessen? Ich habe immer noch einen üblen Muskelkater in Armen und Beinen. Ich weiß auch nicht, wie der DJ Ötzi das immer schafft. Heute Abend geht's also schon wieder zurück nach Paldea. Zwischendurch wurde es etwas abenteuerlich, aber Spaß hatte ich trotzdem. Ja, war jetzt wahrscheinlich nicht die krasseste Exkursion. Die ganze Zeit nur ein Drogentrip und dann wieder ab nach Hause. Da was euren Eltern zu erzählen. Möchtest du die Einstellung ändern? Na, Wie kommt ihr jetzt darauf? Richtig weird. Kehre nach Paldea zurück. Machen wir es jetzt mit dem Flugzeug, mit dem Bus. Ein Flugzeug wahrscheinlich. Der Part ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber ist ja nicht schlimm. Hey, ihr!
Stimmt, Hannah hat sie gar nicht wirklich kennengelernt, oder? Geht ihr wirklich schon wieder zurück? Ihr könnt doch noch etwas länger bleiben. Wir kommen wieder. Dabei, was ist eine dreiste Lüge? Wann nie wiederkommen. Okay, wehe, wenn nicht. Wenn Jesse, Pepper, Cosima und Emila, danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben zu danken, dass du uns rumgeführt hast. Das Essen war auch mega lecker. Das Fest hat riesen Spaß gemacht und Evoli-Maske habe ich auch bekommen. Ich kriege da, glaube ich, nur mein Let's Go Evoliat. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Die Zeit vergeht echt wie im Flug, wenn man Spaß hat. Ich wünschte, es hätte mehr gegen euch beide kämpfen können. Ist es dein Ernst? Jo und ich sind beide mehr als 10-mal gegen dich angetreten. Okay. Scheinbar hatten die doch noch ein bisschen Spaß. Man hat es nur selber nicht gesehen. Das ist die Geburtsstunde der Selbsthilfegruppe für Nimlas Opfer. Oh nee, ey. Die Sprüche von Cosima sind irgendwie witzig. Ein Epilog. Es war echt toll, dass ihr alle zu Besuch gekommen seid. Übrigens, ich habe lange mit mir gerungen. Aber ich habe mich entschieden, es nochmal in der Ballaubeer-Akademie zu versuchen. Gib dein Bestes. Nur ohne Anime-Arc, bitte. Ja, danke, Jesse. Das ist dann wohl das Ende meiner Ferien. Ich werde auch langsam mal zur Akademie zurückkehren. Hanna, danke. Wisst ihr was? Ich bin froh, euch kennengelernt zu haben, Jo und Hanna. Jo, tut mir leid, dass ich am Anfang so fies zu dir war. Warst du das? Ist mir nicht aufgefallen. Kein Problem, ich verzeih dir. Okay. Hanna ist schon ein bisschen... Ich weiß, ich entschuldige mich für sie. Hä? Was redest du da? Zeig gefälligst ein bisschen mehr Respekt. Ach, Hanna ist Best Girl. Und Nimila aber auch wieder sehr nett. In den DLC. Nenn es einfach DLC. Guck, das war's. 1,5 Stunden Spielspaß, wenn man es genießt. Kann man auch bestimmt eine Stunde schaffen. Einfach nur durchrusht. Und keinen Spaß hat und es nicht genießen möchte. Jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Das war ja jetzt so ein kleiner Abschied, aber ich bin der Auffassung, dass wir die jetzt in der Blaubeerakademie herbeirufen können. Ha! Seht ihr's? Du kannst mehr Leute in den AG-Raum einladen. Genauso, wie ich es wollte. Und das wollen wir tatsächlich beim nächsten Mal. Wir vervollständigen komplett die ganze Sache. Und ja, schauen wir uns mal das neu gefangene Pokémon an. Wie es sich im Kampf so schlägt. Bin ich echt gespannt. Könnt ihr schon mal dorthin fliegen? Fahren das jetzt? Ich glaube, da muss man erst irgendwo anders hin und nur von da aus konnte man es da erreichen. Das war bei Savanne. Genau. Da wollte ich hin. Gehe jetzt zurück in die AG. Und da wird es noch einen allerletzten Part geben. Das heißt, es waren jetzt 4 Parts. Postgame-Content. Epilog, wie auch immer. Und in diesem Final... Ach, lol. Das will ich jetzt mal wissen. Ich habe ja immer gesagt, hey, warum kann man denn nicht ins Zimmer von Jo? Jetzt geht's. Karton ist voller Süßigkeitenverpackung. Zahlreich schokoladige Snacks. Die liegen einfach... Küchengeräte sind sauber. Wahrscheinlich werden sie nicht oft genutzt. Da liegen einfach Wasserflaschen drin. Ja, wir aufspülen braucht man nicht, ne? Einfach als Ablage benutzen. Boah, ist das unaufgeräumt. Hier, irgendwelche Kampfstrategien. Tatsächlich. So steht es auch geschrieben. Krass. Da hat er eine Ogapon-Maske. Oh Mann. Er kann nicht davon ablassen, dass wir es bekommen haben. Hier ist eng ein Hoodie. Bettbezug ist mit einem Muster aus allen Schriftzeichen verziert. Okay. Schreibtisch ist übersät mit TMs und Lernmaterialien über Kämpfer. Boah, der lebt nur für Pokémon.
Das sind ausführliche Notizen über die Stärken und Schwächen von Pokémon. Da oben ist sogar Briduradon, das neue Duraludon, die Entwicklung. Hat sich wahrscheinlich Notizen gemacht, wie er Levi besiegt. Hier ist nämlich auch das Libeldra. Das ist ja witzig. Ja gut. Haben wir endlich mal das Zimmer von Jo gesehen. Nach all den Jahren, Leute. Das ist ja krass. Hanna dagegen voll aufgeräumt, ne? Ja. Aufgeräumt und simpel. Hat jetzt so ein Fable für so Puppen. Die mich irgendwie an Nendroids erinnern. Das sind so kleine Sammelfiguren. Cool. Leute, wir waren endlich mal im Zimmer von Jo. Ich habe mich nämlich gefragt, ob man das irgendwie freischalten muss. Aber es hat sich jetzt wohl geklärt. Oh Gott. Das pingt jetzt hier wieder. Ich frage mich auch, ob die BP reichen. Ich hoffe es doch. Ich hoffe es wirklich. 9110 habe ich. Und wie vermutet, Nemila, Pepper, Cosima. Den werden wir kämpfen im nächsten Part. Und wir müssen auch zusehen, dass wir mit denen ja alle Pokémon trainen. Boah, schaffe ich das in einem Part? Weiß ich nicht. Das wird ja krass. Naja, wir werden es rausfinden. Falls in der Part übelst lang ist. Ich guck mal, was sich da machen lässt. Mit dem neuen Pokémon. Ich freue mich drauf. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!